Mahlzeit, Leute. Mein Name ist Lex Vapor und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich hatte einfach mal Bock auf ein neues Video. Ist eine ganz spontane Aufnahme, also ja, so wie immer. Und ich dachte mir, wir spielen heute mal vielleicht ein, zwei Missionen vom Syndikat. Aber nicht mit Loki, sondern mit meiner Mesa. Das ist das gute Stück. Ja, hitze durch, habe ich mit, weil leveln, aber die levelt eh nicht genug. Sehen sie nicht schick aus. Netzwerk reagiert nicht, alles klar. Axiletto, Prime natürlich. Sinuit Simulor und die Mesa. Helios habe ich mit, damit er wieder ein bisschen was scannen kann. Und als Ausrüstung habe ich mit. Tenno, the balance of Das. power continues to shift. Navigation is marked with new invasions. Ja. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. So, und gucken wir mal, was wir haben. Ich hoffe ja, dass heute im Laufe des Tages noch drei Nitain, heißt das Zeug so, Nitain-Extrakte kommen. Kann ich erwaubern, Prime bauen, also zusammensetzen. Aber mal gucken. So, Sorties habe ich gestern schon gemacht. Nehmen wir mal gleich mobile Verteidigung. Ich mache das Ganze hier erstmal solo. Mal gucken. Mal gucken. Ja, das sollte man schon mitnehmen. Ihr, ja, kommt mit. So, Splitterschild an und gib ihm. Alles klar, da oben. Dead aim, dead aim. Location reached. Drop me in and defend our position. I'm in, Tenno. This will take. Ah, die Simula ist schon echt keine schlechte Waffe. Also, ich habe schon schlechtere gehabt. Still working on it. Continue to defend. Falls ihr euch jetzt gerade fragt, warum meine Mesa keinen Kreis hatte um sich rum, doch hatte sie. Nur durch die Energiefarbe ist das halt so schlecht zu erkennen. Aber da ich die Mesa schon sehr lange spiele, hat man dafür ein Gefühl, wie groß der Kreis oder wie klein der Kreis jetzt ist. Daher habe ich da weniger Probleme mit.
Und ja, man geht eh aus ihrer Ulti immer mal raus und wieder rein. Alles klar. So, wo ist denn der nächste? Da. Alles klar, da nicht. Also der Zenorik-Fokus, der ist wirklich schon sehr gut. Also wie schnell die Energie wieder hochrennt. Und dabei fehlt mir noch eine Stufe. Ja, das muss ich sagen, echt nice Erfindung. Noch nicht ganz ausgereift, ist noch alles in der Beta. Das ganze Spiel ist noch in der Beta, aber trotzdem, dafür ist es echt nicht schlecht geworden. Nur leider, nur schade, dass die anderen Fokus-Bäume jetzt so... ja, absolut unnötig sind. Das finde ich halt ein bisschen schade. So, und das nächste Terminal. Möchtest du? Hm? Du machst mir keinen Schaden. Du tust dir nur selber weh. Hm. Wenn ich hören will. Ich muss fühlen. Terminal spotted. Upload me and prepare to defend. So, Arcana ist aktiv. Arcana erwachen. Ich habe eine 12%ige Chance beim Nachladen, dass Arcana erwachen ausgelöst wird. Und in dieser Zeit, also in den 15 Sekunden oder 16 Sekunden, die ich habe, mache ich 60% mehr Pistolenschaden. Sehr nice für Mesa. So, nach so einer kurzen Zeit geht man halt mal wieder aus ihrer Ulti raus und macht wieder so. Als
so lange bringt halt eh nichts. Irgendwann ist der Kreis einfach zu klein. Da guckt man einmal nicht hin, ne? Und dann kommen sie hier gleich angelaufen. Sehr schön. So, wo geht's hier raus? Da. Ah, ist doof, dass man die Karte oder dass ich die Karte nicht sehe. Mann, 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 Mann. Eigentlich sollte man ja noch durch diese Quittungen hier aufsammeln, also suchen bei den Syndikatsmissionen. Das sind so, je nach Syndikat halt, bei Red Vale, das sind halt so kleine rote Statuen, würde ich jetzt mal so sagen, so Federhaufen. Aber da hat man nicht immer Lust drauf. Ich gucke einfach mal hier so ein bisschen rum. Hier nichts liegt. Was sagt die Karte? Nö. Hier auch nichts. Telos Akbolto. Ach, die machen Spaß. Sie sind zwar nichts fürs High Level, aber sie machen Spaß und das ist für mich wichtiger. Mir ist es immer noch wichtig, dass die Waffen Spaß machen. Zum Beispiel die stärkste Waffe jetzt aktuell bei Warframe, zu diesem Zeitpunkt, wo das Video entsteht, ist, soweit mir bekannt ist und soweit mir zugetragen wurde, die Tigris Prime. Aber ich kann absolut nicht mit Schrotflinten, also ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich habe die normale Tigris gespielt und die Feuer, also das Feuerverhalten und so ist ja genau gleich wie bei der Tigris Prime, nur halt der Damage nicht. Ich werde sie mir auf jeden Fall holen, die Tigris Prime, weil ist halt Prime und will ich haben, ne? Sammlertrieb und so. Aber ich werde sie wohl nicht sehr häufig spielen, weil für mich sind Schrotflinten einfach nichts. So, das war's für hier. Mission complete. Excellent work, Tenno. Hey, sehr schön. Gut, die Belohnung kann man echt getrost vernachlässigen. Jo. Gucken wir nochmal ganz kurz, gibt es einen Ethereum-Extrakt? Weil sonst dann hänge ich das hier gleich nochmal hinter. Nö. Schade. Sieht sie nicht hübsch aus. Also ich finde, ich habe sie schön gemacht.
Ja, Mädchen, steh mal auf hier. Budi, Budi. Nein. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Schreibt mir doch gerne oder lasst mir einen Kommentar da. Für das, was ihr vielleicht noch sehen wollt. Ich werde jetzt erstmal auf Relikte farmen gehen, weil aktuell sind Frost Prime und Ember Prime aus der Vault zurück. Sehe diesen Post. Von daher würde ich sagen, jeder, der Warframe spielt, holt euch die beiden Warframes und legt am besten noch ein paar Backups an. Die werden wieder, sobald sie wieder in der Vault sind, wird besonders Frost Prime extrem im Wert steigern, weil ich habe, bevor es mit der Vault angekündigt war, dass da wieder aufgemacht wird, hatte Frost einen Wert von 1200 Platin. Also ich habe sogar noch mehr höhere Gebote gesehen, 2000 und so, aber das ist alles, irgendwann ist es Wucher. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt und auch die Lust dazu habt, holt euch Frost und Ember Prime. Frost ist begehrter als Ember. Farmt die, holt sie euch selber und dann farmt sie weiter, dass ihr vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Sets habt und dann könnt ihr die später für einen fairen Preis verkaufen. Versucht die Leute nicht abzuziehen, aber gut, ein bisschen Gewinn muss ja immer dabei rumkommen. Von daher, gut, das war's aber auch von mir. Ich verabschiede mich, wünsche noch einen wunderschönen Tag, schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Video. Ciao!